100€ Budget aufs Oktoberfest in München. Wie viel Spaß ist drin? Was kostet wie viel? Unser Experiment beginnt pünktlich um 10 Uhr. Erstmal eine Grundlage schaffen. Ich hätte gern ein Latte Macchiato und so ein Ding hier. Was ist das? So ein Ding, Freundchen, nennt man hier Ausgezogene. Ein süßer Hefeteigkrapf. Aber der Preis rums. 12€ für beides zusammen. Die gehen vom Budget runter. Und Tobi jetzt ganz nach oben. Ja, in diesem Ding, dem höchsten mobilen Freifallturm der Welt, sitzt er jetzt. Oha, 80 Meter über der Wiesen. 2 Minuten geht's im Kreis und dann geht es 1,5 Sekunden runter. Einmal. Die Fahrt ist vorbei. Kostenpunkt für einen Erwachsenen. Und jetzt mal schön festhalten, 9€. Neben mir saß auch ein kleinerer Junge, der fällt aber aus dem Kinderraster. Der zahlt den vollen Preis. Und da sind 9€ schon echt viel. Für weitere 6€ wird das Frühstück im Magen jetzt noch anständig auf links gezogen. Und dann gibt es Irritationen. Alter, ich glaube, ich habe was am Auge. Das ist ein 2-stelliger Preis für einen Erwachsenen. Was ist denn hier passiert? Ist das deren Ernst? Ja, ist es. Eine Fahrt kostet für Erwachsene 10€. Das Riesenrad, ein Volksfestklassiker für Jung und Alt. Pia und Nadine sitzen mit in der Gondel. Was sagen Sie zu den Preisen? Ich habe 4 Kinder und bin alleinerziehend und ja, die habe ich zu Hause gelassen. 10€ für eine Fahrt, viel aber unumgänglich, erklärt uns Frank Ritter. Gehen nicht auch 6, 7€? Tatsächlich nein. Es geht nicht, weil einfach die Kosten drumherum so exorbitant gestiegen sind. Unsere Hauptkostenträger sind natürlich das Personal. Dazu kommen hohe Betriebs- und Transportkosten. Allein der Auf- und Abbau des Riesenrads dauert jedes Mal gut 2 Wochen, in denen keine Einnahmen entstehen. 12 Uhr. Von ursprünglich 100€ bleiben nur noch 63. Wir fragen andere Besucher, wo liegt Ihr Budget? Andreas ist 18 und noch Schüler. Maximal 100€. Mehr habe ich auch nicht dabei. Ich verdiene noch nicht so viel Geld, auch, also muss man sich Grenzen setzen. Rabea und Rosalie gehen es offen an. Kein Budget. Das darf man bei Sachen, die Spaß machen sollen, nicht machen. Genauso, kein Budget, aber auch nicht übertreiben. Wie viel die beiden 27-Jährigen am Ende des Tages ausgeben, wir werden sie später wieder treffen. Jetzt erstmal Mittag. Wiesentypisch gibt es eine Mass. Dankeschön. Und ein halbes Händel. Den Krautsalat muss man dazu bestellen. Irgendwie überschaubar. 23,60 Euro. 23,60 Euro, ja. Für einen Minivogel und ein bisschen Krautsalat. Und mit 2,40 Euro Trinkgeld macht es jetzt Rums im Portemonnaie. Doch es gibt auch Betreiberinnen, die nicht alljährlich die Preise anziehen. Elisabeth Polacci betreibt das älteste Fahrgeschäft der Wiesn, das Teufelsrad. Bei uns zahlt man 5€ und das schon, was man sieht, die letzten 4 Jahre. Vorher haben wir 4€ gehabt, für Kinder 1€. Weil Kinder gehören einfach gefördert, das liegt mir sehr am Herzen. Und sie können für 5€ bei uns Stunden im Teufelsrad zuschauen, mitfahren, lachen, sich einfach erfreuen. Quasi eine Flatrate fürs Vergnügen. Auch dieser Süßigkeitenstand geht gegen den Teuertrend. Oder ist das Schild nur ein Lockmittel? Das ist wirklich Wahrheit. Und so 2019 hatten wir auch Mandeln für 4€ verkauft. Wir verdienen ein bisschen weniger, aber dann halt verkaufen wir auch mehr dafür. Na, dann mal her mit einer großen Tüte. Zum Runterspülen noch eine Flasche Wasser für 4€. Dann herrscht fast Ebbe in unserer Kasse. Kriege ich bei euch dafür ein Herzl? Ja. Na, immerhin ein kleines Souvenir. Dann sind 100€ weg. Nach nur gut 5 Stunden. Für Rosalie und Rabea soll die Wiesn noch weitergehen. Die beiden sind gerade Loopingbahn gefahren für 12,50 Euro pro Nase. Wo werdet ihr am Ende landen, was glaubt ihr? 150€. Das wird realistisch sein, ja. Das ist eine Menge Kohle. Ja, richtig. 150€ pro Person wohlgemerkt. Und jetzt unser Fazit. Unsere 100€ waren auf der Wiesn verdammt schnell weg.
Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.